Servus, meine lieben Freunde, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt und willkommen endlich wieder zurück bei Shisha Taster. Leute, ich bin wieder back am Stissel hier. Und zwar, wie die meisten gemerkt haben, kam bestimmt ungefähr einen Monat kein einziges Video von mir. Und dazu erstmal sorry. Also wirklich, ich habe schon schlechtes Gewissen gehabt, dass ich kein einziges Video in den letzten Wochen rausgeballert habe. Das tut mir wirklich sehr, sehr leid und ich bin echt happy, dass ihr nicht gesagt habt, hier, was ist das für ein Vogel, erstmal D-Abo, weil der nichts bringt, sondern wirklich dran geblieben seid. Ihr wisst ja Bescheid, die meisten wissen Bescheid, wieso, weshalb, warum, weil ich ja umgezogen bin. Und die Tage jetzt, vor 2-3 Tagen, war es endlich soweit. Ich bin jetzt fertig umgezogen, mein Zimmer ist komplett fertig. Also eigentlich 95% fertig, das Einzige, was noch fehlt, ist der Internetanschluss. Das heißt, ich konnte noch bis dato auch kein Video hochladen. Jetzt werde ich das Video machen, zu Hause noch in der alten Wohnung hochballern bei meinen Eltern. Und das soll erstmal als Informationsvideo dienen. Also wieder ein Laberröntchen, Freunde. Wieso, weshalb, warum nichts kam. Für die Leute, die es noch nicht wussten, die neu dazu kamen. Für die Leute, die wussten, wieso, weshalb, warum nichts kam. Einfach zur Info, dass jetzt wieder losgelegt wird, dass jetzt Vollgas gegeben wird. Das Tabakregal ist hier voll, Freunde. Ich habe sehr, sehr viel von der Messe dabei. Die letzten Videos waren ja die Messevideos. Ich habe auch echt wenig dazu gesagt. Dazu auch nochmal ganz kurz hier was. Leute, Messe war wirklich der reinste Wahnsinn. Das war die erste Messe hier für mich als Shisha-Taster quasi. Ich habe nicht gedacht, dass es wirklich so hammergeil sein wird. Sehr, sehr viele Gesichter getroffen aus der YouTuber-Szene. Sehr, sehr viele Leute kennengelernt. Auch ein paar Leute von euch, die zu mir gekommen sind, haben gesagt, hier, Digga, ich kenne dich, lass mal ein Foto machen, lass mal ein bisschen quatschen. Hammergeile Sache. Ein paar Leute konnte ich leider nicht treffen. Milan. Ich spreche dich jetzt wirklich hier in meinem Video persönlich an. Es tut mir wirklich leid, Diggi. Ich wurde angerufen, hier steht jemand von dir, der will sich mit dir treffen und so weiter und so fort. Und bis ich da war, warst du schon leider weg. Und wir haben ja ganz kurz nochmal geschrieben hier per Kommentarfunktion bei YouTube. Kasten von mir kommt. Keine Sorge. Also spätestens, wenn wir uns beim nächsten Treffen irgendwo oder bei der nächsten Messe sehen, ein Kastenbier werde ich stellen müssen. Ansonsten war die Messe wirklich der reine Wahnsinn. Sehr, sehr viele Hersteller kennengelernt, mit vielen Herstellern gesprochen und wirklich sehr, sehr viel neuen Stuff mitgebracht für euch zum Reviewen. Und es tut mir wirklich leid, aber bis jetzt kam ich halt nicht dazu. Ich habe was von Oscar Tabaco, ich habe was von Titanium, ich habe was von Nameless, von VIP die neuen Sorten, von Smokies die neuen Sorten. True Passion hat mir ein paar Sorten mitgegeben. Also Leute, es wird jetzt der reinste Wahnsinn. Jetzt wird wirklich hier Gas gegeben. Für die, die es interessiert, was ich gerade rauche. Ich rauche gerade Alwaha G-Rape Mint. Also Traubenminze von Alwaha, die neue Produktion. Ganz kurze Info, schmeckt wirklich astrein das Ganze. Aber vielleicht kommt da auch noch ein Video dazu über die neue Produktion von Alwaha. Ansonsten gibt es nicht mehr viel zu sagen, also Messe war wirklich der reinste Wahnsinn. Jetzt auch der Umzug. Leute, wirklich, der Umzug hat mich echt umgebracht. Das war jetzt über einen Monat reinster Wahnsinn hier. Die Sachen hierher fahren, hier umbauen, neuer Boden legen, Wände neu, dies, das, einkaufen. Jetzt ist es wirklich endlich wirklich so weit, dass ich sagen kann, wir sind zu 95% fertig. Ein paar Möbelstücke werden noch gekauft, ein paar Möbelstücke kommen noch dazu. Aber ansonsten, so mein Zimmer jetzt, da hinten kommt noch ein Tisch hin mit meinem Computer, aber das auch erst in ein paar Wochen. Aber die Hauptsache ist, mein Sofa steht, mein Tisch steht, Tabakregal ist da und die Pfeifen sind auch da. Das heißt, Kamera aufgestellt und die Videos können kommen. Die Tage wird endlich wieder losgehen mit Reviews. Irgendeinen Tabak werde ich erstmal als Start rausgreifen und damit loslegen und dann wie gewohnt, Leute, 2-3 Videos pro Woche, 2-3 Tabak-Reviews, Köpfe-Reviews, was weiß ich für Reviews. Und endlich das, was ich eigentlich die ganze Zeit haben wollte, mein eigenes Shisha-Zimmer, mein eigenes Reich für Videos machen, zum Rauchen und endlich für euch hier Vollgas geben. So, das wollte ich erstmal nochmal loswerden, bevor wir dann die Tage loslegen wieder. Für die Leute, ich hoffe, ihr freut euch wieder, mich zu sehen hier. Denn ich bin echt happy, hier wieder zu sitzen und ein Video drehen zu können und gleich zu schneiden und rauszuhauen. Also,
Das auf jeden Fall. Nochmal sorry dafür, dass ein Monat nichts kam. 500 Abonnenten Special habe ich ja versprochen, wird auch noch kommen. Wir sind jetzt bei 600 noch was. Wie gesagt, wird trotzdem kommen. Ob es jetzt 500 Abonnenten Special ist oder 600, keine Sorge, da wird noch was kommen. Es kommt noch Menge auf euch zu. Ich habe mit sehr, sehr vielen Kontakten noch was vor für euch extra. Also da kommt noch wirklich ein Haufen Zeug auf euch zu. Ansonsten war es das auch schon mit dem Laberröntchen so. Ich wollte das loswerden, was ich jetzt schon gesagt habe. Messe ein bisschen was. Ja, ansonsten, wieso keine Videos kamen, wann jetzt die Videos kommen, jetzt die Tage. Und das war es auch schon eigentlich. Ich hoffe, ihr freut euch. Ich freue mich auf jeden Fall sehr, sehr. Krass. Das heißt, Leute, bis die Tage. Wir sehen uns die Tage. Und endlich kann ich es wieder sagen. Bis dahin immer schön tasty bleiben. Haut rein. Macht schön gut, euer Shisha-Tester. Ciao, Leute.